Also Freunde, willkommen zu diesem neuen Follow Me Around Vlog. Da ist Pia. Pia ist heute auch am Start. Da ist Shairo. Oh Gott, ich kann es nicht spiegelverkehren. Das ist das Pferd von Pia. Da ist auch Flummi und Soli. Cookie ist natürlich auch am Start. Und ich bin auf jeden Fall jetzt hier wieder top am Start bei YouTube. Weil... Oh Mann, verdammte Angst. Weil in den letzten Wochen war es einfach ein bisschen viel Stress, Trouble, Mubble. Aber jetzt bin ich am Start und heute gehen wir ausreiten. Pia nimmt Soli, ich nehme Flömkes. Und ja, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr es findet, dass ich jetzt wieder am Start bin. Das hier auf jeden Fall. Ich versuche jetzt wieder 3 Videos die Woche zu droppen. Und ich hoffe, dass die alle jetzt mal wiederkommt, weil wir stehen so legit 100 Meter vom Stall entfernt. Aber sie musste unbedingt aufsteigen, weil ihr Gaul zu Weide kam. Also weil sie hat gerufen und dann kam er. Cookies! Hallo mein Großer! Das ist der Cookie, der ist einfach schon mit ausgestiegen. Der Flömkes ist jetzt auch da. Der mit der grünen Decke. Cookie! Und wir gehen heute ausreiten und jetzt kommt sie wieder. Ja. Übrigens, ich sehe richtig schön aus. Meine Haut ist am Exploden. Ich weiß nicht warum. Das hier alles ist auch so wegen der Maske. Ja, da ist Pia. Oh, wie süß der Kuck. Da ist Shairo, ihr Pferd. Ja. Sie muss sich jetzt daran gewöhnen, dass sie hier unter ständiger Beobachtung steht. Oh, Cookie. Willst du mich verarschen? Er ist einfach in der Bach. Ja, dann fahr doch einfach. Da kommst du eh mit. Ja. Das ist die Pieps. Langsam fern. Oder. Flömkes! Hallo, Schatz! Übrigens, er hat eine Decke haben, weil es geregnet hat. Logischerweise. Hallo, Großer! Schau mal. Ich hab dir Mineralbriketts mitgebracht. Hallo! Nochmal kurz, er hat eine Decke an, weil es sehr, sehr geregnet hat gestern und gewittert und so. Soli hätte ich auch eine Decke angezogen, also jetzt nicht, dass ich die benachteiligen will. Aber es hatte schon gestern Vormittag geregnet. Und da ist Soli so nass geworden, dass man da keine Decke draufziehen hätte können. Weil sonst wäre die ja unter der Decke nass gewesen. Und Flömkes hatte ich schon seit vorgestern an, aber die Freundin von mir, die Soli geritten ist, hat der keine Decke angezogen. Jetzt ist ihr das voll verrutscht. Ja. Ja, das ist ja auch egal. Soli ist ja ein bisschen robuster und die hat vor allem viel, viel mehr Fell. Und ja, Pia reitet heute Soli. Die sieht man immer schön mit dem Orangenen. Flömkes ist hier am Start. Nee, Kräuter. Die ist übrigens so schmal. Das ist einfach krass. Das ist Shairo, das Pferd von Pia. Erzähl was über Shairo. Shairo ist süß. Wie alt ist Shairo? Ich hol dich später ab. Bro, wie alt ist Shairo? 3 geworden. Er ist 3, er ist noch ein Baby. Und das ist Miss Zicke. Ja, Pup. Die beiden sind so süß. Ich muss noch warten. Ich muss noch warten. Komm dich gleich putzen, ja? Ja? Okay. Ich fühle mich wie so eine Oma mit so einer Digitalkamera, die immer hier so filmt, Alter. Wie geil, ne? Soli, so ein Leck mich. Oh, der ist schön. Es ist sehr schön, Matschig. Und es ist gerade aufgefallen, dass dieser Stall einfach aussieht wie so ein Schleichter. Richtig wild. Und nee, Cookie. Boah, warum geht natürlich die Matte? Oh, wie cool das. Oh, wie cool denn? Ah, oh mein Gott, nicht viel. Ah. Bitte nicht. Bitte nicht. Wir sterben. So, Freunde, wir haben Soli jetzt im Paddock und ihn hier angebunden, weil da das Paddock so runtergeht. Und irgendwie mag ich das nicht. Joa. So, wir machen sie jetzt noch fertig. Ich mache euch einen Zeitraffer und wir gehen ja heute ausreiten. Und ich hoffe, das Wetter hält. Immer wenn wir Schei kommen, ziehen dunkle Wolken auf. Das ist ein schlechtes Zeichen. Ja, der Cookie ist auch da vorne dabei.
Ja, wir sind jetzt schon ein Stück gekommen. Wir kürzen hier gerade über die Wiese ab, weil dieser Weg so kacke ist. Da ist der Cookie. Hier ist auch noch da. Ja. Die Bergziege von gestern. Wenn ich spreche, dann schneide ich dir die Ohren ab. Tierquäler. Also Scheiße. Erse. Ja, das ist der Soli. Der Soli ist Tierquäler. Das schreiben die Leute in die Kommentare. Schreibt mal in die Kommentare, Pia Tierquäler. Obwohl du auf dem Arm dein schönes Cruelty-Free-Tattoo hast. Vegan. Ja, ein veganer Tierquäler. Ja, weil sie... Vegan, um die Tiere zu quälen. Ja, genau. Sie isst extra keine Tiere, damit die trotzdem leiden müssen. Ja. Falls ihr das nicht versteht, das ist Humor. Und falls ihr den nicht habt, könnt ihr nicht deabonnieren. Ich bin so zwei Follow, wie schon Elaine. Ein Du und ich selber, Alter. Lol. So, wir sind schon ein Stück getrabt. Wie seit Pia ist auch ein bisschen geil. Ne? Mit diesem Lipstick, kennst du von TikTok, dieses Red Lipstick? Ja, kannst du machen, wie du willst. Ich mach das auf dem Flummi besser nicht. Ja. Und wie hast du dich letztens gefühlt, als du kurz auf dem Flummi saßt? Boah, voll gruselig. Hör auf. Ja, der ist echt. Ich sage mal 1000% was anderes als so. Ja. Es ist so schön hier mit dem Bach, laut Pia. So, die ist die ganze Zeit am Zicken, weil sie vorne sein will, aber eine lange Schnecke ist. Hallo, wir gehen nicht hier. Flummi so, ja, wir sind gerade fast gestorben, zumindest ich. Weil da waren so Pfützen da hinten und Flummi springt immer über Pfützen drüber. Obwohl der keine richtige Pfütze war und ich dachte, er springt nicht. Und dann ist er in so einem riesen Bogen drüber gesprungen. Und ich habe mal wieder meinen Bügel verloren. Ja, er springt dann immer so halb auf Soli drauf. Ja, geil. Soli hat übrigens richtig schöne Narbe auf dem Po. Andere Seite. Ja, Lukas hat auf jeden Fall Bock. Ja, ja, und wir latschen jetzt hier erstmal. Ja, es wird noch schöner. Wir sind heute voll flott unterwegs. Ja, generell wir sind schon über die Hälfte. Wir sind so Steine auf dem Weg. Muss man sich ein bisschen aufpassen, wa? Vor allem ist noch Slippy dazu. Und es geht hier ganz schön steil bergab. Vor allem, weil Soli immer so ein Randläufer ist. Ja. Soli geht immer so nach draußen. Prima, Soli! Das ist eigentlich echt schön hier. Schreibt mal in die Kommentare, ob wir auch ein schönes Outright-Gelände haben. Wir haben eigentlich ein richtig schönes, aber irgendwie habe ich noch nicht so die perfekte Route gefunden. Weil hier zum Beispiel ist halt zweimal Hauptstraße dabei. Der Köckes! Alter, vor einer Woche war es hier noch nicht so zugewuchert. Na klasse, vielleicht irgendwelche Zecken im Ohr. Pony! Richtig, richtig nice. Buddy! Die hat einfach gesnackt! Und pupst! Also wenn du hier runterfällst, brauchst du dir keine Gedanken mehr machen. Auf jeden Fall nicht! Spaß! Ja, Cookie! Freunde, wir sind wieder in the hood. Asoziales Pack da hinten. Runter mit dir jetzt. Okay. Ich versuche jetzt abzusteigen mit euch, Alter. Okay. Yes! Warum regnet es nicht? Sonst hätten wir das TikTok drehen können, was wir gestern machen wollen. Boah, der ist voll sweaty. Sweaty. So
Hast du das Futter für die Soli schon gemacht? Nö, lass sie einfach da stehen. Ich habe jetzt Futter gemacht für den Flummi. Da sind diese Mineral Briquettes von Eggersmann drin, Reiskeimöl und Müsli von Marshall. Und Solis Futter ist hier drin. Ja, sie hat ein bisschen mehr, weil wir nicht noch was geschenkt bekommen haben. Da ist Flummi und wartet schon. Soli frisst gerade. Jetzt bringe ich dem das mal, weil er kann es immer nie abwarten. Hallo. Hallo, Drache. Geh zurück. Hallo, zurück. Nein. Okay. Habe ich nicht aufgepasst. Ich habe auf die Pieples geachtet. Erstmal ganz nah reinzoomen. Futti! Soli frisst auch schon. Irgendwie sieht dieses Stall hier alles echt aus wie von Schleich. Tschüss, Soli. Die geht jetzt wieder auf die Weide. Schreihals kommt gleich auch raus. Übrigens sieht es halt alles noch so ein bisschen not ready aus, weil hier noch alles gepflastert wird und so. Ja. Soli so, nee, sicherlich nicht. Leute, das ist so süß. Der Flummi steht hier und wieder die ganze Zeit, weil Soli da steht. Und Soli wartet die ganze Zeit auf ihn. Und jetzt bringen wir ihn mal raus. Er ist eingepackt, weil er hat super dünnes Fell. Und es wird relativ kalt heute Nacht. Also relativ 4 Grad, aber es soll die ganze Nacht durchregnen. Deswegen hat er hier diese Waterproof-Decke an, aber die hat halt 0 Gramm Füllung. Also es ist wirklich nur eine Regendecke. Eine ganz dünne. Also wird nicht warm da drin, er schwitzt da auch nicht drunter oder so. So, die hat keine Ahnung. Freunde, der Weideeingang ist einfach so matschig geworden. Da ist ja der Cookie. Hier steht noch für die Baustelle alles. Und da geht jetzt der Flummi. Und die Soli steht quasi da hinten ungefähr. Da gehe ich jetzt mal hin und gucke, ob er zu ihr läuft. Also ich habe Flimkes und Soli. Und ich habe keine Ahnung, warum ich sie immer Flimkes nenne. Das ist, weil ich den Cookie auch immer Kackes nenne. Habe ich sie gesehen. Er steht noch nicht ganz weit. Da sind die beiden. Flummi da. Soli da. Cookie läuft da. Flummi hat sich jetzt doch entschieden zu gehen. Soli! Irgendwen sucht sie. Mäuschen, komm mal schnell! Ach, da nicht du, Bubis! Hallo, Großer! Na du! Du bist so süß! Du bist so süß! Ich nehme den Flummi jetzt einfach mit. Wir gehen zu Soli, damit sie da nicht so alleine steht. Komm, ich besuche. Hallo. Es war gerade so süß, ich bin losgerannt, also gejoggt und dann sind Flummi und Soli mit hinterher getrabt. Hast du gehört? Zu dir? Ja. Oh. Es war voll süß. Sogar die Soli. Leute, jedes Mal. Ja, tschüss. Fahren wir ohne den Kürbis los. Letzte Chance, wir fahren weg. Er kann auch nochmal einsteigen, aber. Tschüss. Ich will, dass er von selber kommt. Wo steht er jetzt? Warte, jetzt kommt er. Und jetzt kommt er dann. Also bei dir? Nö. Oh, die Ufse sitzt er denke ich auch. Dann nicht. Ja, das ist ein Unfall jetzt. Siehst du den irgendwo? Nein. Cookie? Warte kurz, ich steig mal ab. Ah, da hinten. Ich muss ja sehen. Jetzt läuft hinterher. Warte mal, machen wir dir die Tür auf. Nee, Moment. Nein, da ist ich mal die Tür auf. Cookie, komm! Boah, Bruder, geht das jetzt den ganzen Weg so weiter? Der steht vorm Auto und wenn ich einsteige. Ja, warte, ich hol den einfach mit dem Leckerli dann. Nein, nein, nein. Komm. Boah, Cookie, du gehst mir auf den Sack. Keine Kraftausdrücke hier. Nee, man sieht den nicht. Bruder, ich kann jetzt halt auch nicht. Oh, rückwärts. Der Hofbesitzer. Weit rückwärts.
Komm mal wieder. Schnee! Kein Schnee! Komm! Komm! Boah, mir reicht's jetzt. Also ich will nicht beim Fremden das Auto. Die Pia ist da radikal. Ja. Er ist drinnen. Jetzt wird der Gute natürlich noch angeschnallt und gesichert. Nein, wird er nicht. Nein, Mascha, er fährt eigentlich immer angeschnallt, aber wir haben dieses Ding vergessen und macht es nicht mehr. Du liegst wie gedrückt. Gar nicht. Normalerweise wird er angeschnallt. Wir haben immer eigentlich dieses Ding zum Einstecken, aber wir haben es halt nicht dabei. Deswegen macht es nicht nach, schnallt euren Hund an, weil es ist saugefährlich.